Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass Schiedsrichter Prengel aus Düsseldorf auch die Lizenz hat, um Wasserballspiele zu schießen. Sie sehen es, ein Nichtschwimmer konnte durchaus heute Abend im Westfalenstadion ertrinken. So viel Wasser stand auf dem grünen Rasen. Rund 30.000 Zuschauer dennoch im Westfalenstadion. Die Borussia wieder mit Michael Lusch und dem besseren Beginn. Das ist Michael Rummenigge gewesen, bereits in der zweiten Minute. Prüft er Wattenscheids Torhüter Udo Mai, kein größeres Problem. Ja, wer würde besser mit diesen Umständen zurechtkommen? Das war die Frage. Und so in den ersten 15, 20 Minuten sah es so aus, als ob die Gäste aus der Lohrheide besser zurechtkämen. Hier verpasst Ibrahim nach dem Zuspiel von Sahne. Wattenscheid bleibt aber in Ballbesitz. Wattenscheid weiter ohne Ciscarlo und ohne Langbein. Dafür Emmerling wieder dabei. Und bei der Borussia, da fehlen ja seit einiger Zeit Helmer und Zorc. Hier kriegen wir noch einmal eine gute Chance gezeigt von Thorsten Fink. Der konnte den Ball aber nicht unter Kontrolle bringen. Die Borussia also durchaus mit Problemen in dieser ersten Halbzeit ins Spiel zu kommen. Dann ein Foul an Ibrahim. Freistoß für Wattenscheid 09. Markus Schupp am Borussia-Tor vorbei. Gespielt rund 20 Minuten und wieder ein Beleg dafür, dass die Wattenscheider gut zurechtkamen. Und abermals Freistoß für Wattenscheid 09. Herr Prengel hat er durchaus richtig entschieden. Abgefälscht, deshalb gefährlich, aber Stefan Kloß, ein guter Schlussmann bei der Borussia. Dann sagt Trainer Hitzfeld zu Michael Rummenigge, ihr müsst euch mehr einfallen lassen. Man hatte einen Freistoß zugesprochen bekommen. 27 Minuten gespielt, Rummenigge führt aus und Michael Schulz kommt zum Kopfball knapp am Tor der Wattenscheider vorbei. Das Ganze noch einmal, um es für Sie deutlicher zu machen. Schulz steigt am höchsten. Knapp eine Minute später, die Borussia nun druckvoller, ein gutes Zuspiel auf Mill. Udo Mai, Dortmund setzt nach und Eckball für die Borussia. Hier nochmal der schöne Schuss von Frank Mill, der heute von Anfang an dabei sein durfte. Flemming Paulsen zunächst auf der Bank. Dann sehen Sie, wie das Glück, wie der Zufall mitspielte. Der Ball blieb liegen. Ibrahim bekam ihn dann nur mit Mühe weg und Thomas Frank schießt. Hier sehen wir es nochmal, knapp vorbei. Zunächst abgewehrt, Thomas Frank ans Außennetz. Gut eine Minute noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Michael Lusch. Eine gute Flanke und da wird der Ball von Frank Mill nicht voll getroffen. Halbzeitstand 0:0 und das sagte Michael Rummenigge zu den Bedingungen im Westfalenstadion. Ich glaube, heute sind Sie zum ersten Mal im wahrsten Sinne des Wortes Kapitän. Das ist richtig, ja. Bei den Verhältnissen hier ist, glaube ich, schon das Grenzschein an Hochseesegeln. Und es ist euch Glücksache, wer gewinnt. Meiner Meinung nach sind die sogar ein Vorteil, weil wir das Spiel machen müssen. Und es kann sein, dass der Glücksfall das Spiel entscheidet. Okay, erstmal schön duschen und umziehen. Glückssache, das war also die Meinung von Frank Mill. Und die Borussia kam mit neuer Energie und trockenen Trikots aus der Kabine heraus. Wieder ist es Lusch, der die Vorarbeit leistet. Eine gute Flanke. Der Schuss abgewehrt von Emmerling. Und die Borussia setzte nach, wechselte dann aus. Paulsen kam für Lusch. Die volle Offensive war also angesagt für die letzten rund 25 Minuten. Breitzke kam dann auch noch für Reinhardt. 65 Minuten gespielt. Fehler in der Wattenscheider Abwehr. Rummenigge, Mai und wer kommt da? Das ist der Schweizer Chapuisat. Sein 10. Saisontreffer, 65 Minuten gespielt. 1:0 für die Borussia. Und Jubel unter den 30.000. Noch einmal das Tor. Der gute Schuss von Rummenigge, die gute Tat von Mai. Aber Chapuisat mit dem Riecher des Torjägers. Saisontreffer Nummer 10. 1:0. Genießen wir es nochmal.
Vielleicht hätte er fausten sollen, aber ich denke, er konnte einfach nur den Ball abklatschen, Udo Mai. Und der Schweizer hat das Näschen. Das sollte nun also Sicherheit geben für die Borussia. Freistoß ausgeführt durch Karl. Schulz, der eingewechselte Paulsen. Ein Schussversuch, aber solche Dinger sind ja gefährlich. Michael Rummenigge aus gut und gerne 20, 23 Metern auf einem solchen Boden unberechenbar. Die Borussia drängte weiter, bestimmte nun eindeutig den Rhythmus. Paulsen, Eckball, Hans-Werner Moser war da zuletzt am Ball. Rummenigge, Mill trifft das Ding nicht voll. Sicherlich eine weitere gute Chance. Rund 20 Minuten vor Schluss. Unglaube kam nun für Ibrahim Wattenscheid, wechselte also auch aus. Frank Mill, der für viel Wirbel sorgte, gefühlvoll die Flanke, Unsicherheiten in der Wattenscheider Abwehr. Noch einmal Mill, der Kopfball und ein unglücklicher Zusammenprall Bach-Chapuisat. Beide gehen zu Boden. Hier sehen wir die Szene nochmal. Das sieht ganz böse aus für beide. Bach rappelte sich dann auch auf, aber Chapuisat musste gehen. Verdacht auf Gehirnerschütterung und Dortmund nur noch mit 10 Spielern. Und jetzt kamen die Wattenscheider natürlich. Ein Mann mehr. Bach konnte viel für die Offensive tun, der Bewacher von Chapuisat. Auch Dirk Reiser nicht mehr hinten zu finden. Unglaube kann schießen, trifft den Ball nicht voll. 10 Minuten noch zu spielen. Wattenscheid blies zur Daueroffensive. Mosers Flanke. Das Kopfballduell am 16-Meter-Raum. Sahne, Klos und abgepfiffen die Aktion. Aber es wurde dramatisch. Noch 3 Minuten zu spielen. Und wieder Sahne, Sahne, aber Klos passt auf. 2 Minuten vor Schluss, Wattenscheid setzte nach. Die Borussia kämpfte, hatte keine große spielerische Linie mehr in den letzten Minuten zu bieten. Kein Wunder. Breitzke, die beiden eingewechselten Spieler, aber auch er trifft den Ball nicht voll im Zusammenspiel mit Paulsen. Breitzke, Sekunden noch zu spielen. Einwurf für die Borussia, Wattenscheid orientiert sich ganz weit nach vorne. Man wartet auf den Schlusspfiff. Die 91. Minute, Moser. Und wer ist da am Ball? Es ist Greiser. Die 91. Minute nach der Flanke von Moser. Doch noch der äußerst glückliche Ausgleich für Wattenscheid 09. 1:1, ein Hauch von Betzenberg sozusagen. Und Christian Sprenger, unser einfühlsamster Kollege, auf der Suche nach Reaktionen am Spielschluss. Hier noch einmal der Ball im Netz. Mosers Flanke. Und dann stürzen sich mehrere Wattenscheider in den Ball hinein. Und der Ex-Berliner Greiser, sein erstes Tor für Wattenscheid. Ein Punktgewinn im Westfalenstadion. Und nun der versprochene Christian Sprenger. Hat den Schiedsrichter zu verdanken. Er hat 3 Minuten nachspielen lassen und war so einen schlechten Schiedsrichter selten gesehen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Schiedsrichter. Wunderbar. Klasse, du zählst auch dazu. Also so einseitig, wie der gepfiffen hat. Bei uns hat er überhaupt nichts gepfiffen. Also ich bin natürlich ein bisschen erregt, aber super. Andererseits kann man auch sagen, hat nur angepfiffen, weil er darauf gedrängt hat, weil Chapuisat zur Nationalmannschaft muss Dienstag, Mittwoch, wenn das Spiel dann nachgeholt werden würde. Na ja gut, wir mussten genauso drauf spielen wie die Wattenscheider, aber ich habe mich nur aufgeregt über den Schiedsrichter, weil in erster Linie stehen noch die Fußballer im Mittelpunkt und nicht die Männer in Schwarz. Und da hat er heute, wollte andersrum sehen. Er musste letztendlich alleine entscheiden. Er trägt die Verantwortung auch für die Gesundheit der Spieler und ich glaube nicht, dass er da irgendwie im Hinterkopf gehabt hat, dass Dortmund in späterer Zeit geschwächt wäre. Das wäre auf jeden Fall auch schlecht. Und insofern haben wir auch die richtige Antwort gegeben. Wir wollten auch spielen. Unentschieden wie im Vorjahr, nur da hieß es 2:2.